So, bevor wir loslegen, noch eine kleine Ansage. In eigener, also in unserer, in eurer Sache. Wir haben die Nachricht empfangen, dass in Venezuela das Außenministerium auf seine Website einen Bericht gestellt hat über die Konferenz, berichtet hat über die Annahme der Berliner Resolution in Solidarität mit Venezuela. Es gibt eine Bilderstrecke und alle öffentlichen Medien im Land berichten über diese Konferenz und über diese Resolution. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Ja. So, traditionellerweise zum Abschluss der Luxemburg-Konferenz, es ist eine internationale Konferenz, widmen wir uns hiesigen Problemen, Fragestellungen, Problemstellungen, die hiesige linke fortschrittliche Bewegungen umtreiben. Und wir haben unseren heutigen Diskussionsgegenstand wie folgt formuliert: oben unten, Nord-Süd, wer wen, soziale Frage und Flüchtlingselend. Abschied der Linken von der internationalen Solidarität, dieser Satz mit einem Fragezeichen versehen. Die Asyl- und Flüchtlingspolitik war nicht nur ein dominierendes Thema im Wahlkampf im vergangenen Jahr, sondern hat uns die ganze Zeit seit dem Herbst 2015 im Prinzip kontinuierlich begleitet. Begleitet auch durch einen signifikanten Rechtsruck, der dann in den Bundestagswahlen seinen Niederschlag fand in einem erschreckend hohen Ergebnis für die AfD, die in großen Teilen neofaschistisch durchwirkt ist. Eine echte Herausforderung für fortschrittliche Kräfte in diesem Land. Vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in einem Fort und unentwegt neue Fluchtursachen geschaffen werden, neue Fluchtgründe in Gestalt der Kriegs- und Einmischungspolitik des Westens in Afrika und anderswo, in Gestalt von Rüstungsexporten. Die junge Welt, ihr habt es gesehen, hat berichtet über große Waffenlieferungen im großen Umfang nach Nordafrika, nach Tunesien und Ägypten vor allem. Wir haben auch berichtet über soziale Erhebungen in dem Land und naja, also wofür dieses Kriegsgerät und diese Materialien dann eingesetzt werden, dürfte auch auf der Hand liegen. Also, wir haben es jetzt im Bundestag mit einer Situation zu tun, dass die AfD die größte Oppositionspartei stellt und die Bundesregierung oder die Herrschenden weiterhin die Repressionspolitik nach außen fortsetzen. Ich sage nochmal das Stichwort Frontex, Festung Europa, Abschottung auf allen Ebenen. Und wie gesagt, gleichzeitig werden die Fluchtursachen weiter begünstigt und vorangetrieben. Dazu kommt natürlich, auch das muss ich vielen hier im Saal nicht sagen, dass über die letzten Jahre das Asylrecht systematisch geschleift wurde und nur noch auf einer Schwundstufe fortbesteht. Man im Prinzip kämpft darum, dass also Restbestände noch erhalten bleiben. Die Linke zeigt sich als zersplittert, ist nicht auf breiter Basis aktivierungs- bzw. mobilisierungs- und widerstandsfähig, hat keine wirkliche Strategie. Das wird ein Thema sein, was uns in der nächsten Stunde hier beschäftigen soll. Und es gibt auch kein wirkliches Konzept, also wie dem Rechtstrend systematisch auf einer bündnispolitischen Grundlage begegnet werden kann. Ich möchte kurz die Teilnehmer des Podiums vorstellen. Neben mir sitzt Selma Schacht, sie ist aus Österreich angereist, sie stammt aus Linz, lebt jetzt in Wien, hat schon als Schülerin sich politisch engagiert, ist Gewerkschafterin und ist als Arbeiterkammerrätin, das ist die Form gewerkschaftlicher Vertreterin in Wien, hauptberuflich tätig, hauptamtlich tätig. Sie ist ehrenamtlich. Ach, oh, Entschuldigung. Nein, ich will nichts Falsches sagen. Sie macht das ehrenamtlich. Sie ist Gründungsmitglied der Partei der Arbeit und war davor in der KPÖ politisch aktiv. Dann zu meiner Rechten. Herzlich willkommen, Selma. Zu meiner Rechten begrüße ich ganz herzlich Lorenz Göster-Beutin. Er stammt aus Schleswig-Holstein, ist auch schon viele Jahre politisch aktiv. Er ist gerade eben in den Bundestag gewählt worden, hat sich für die WASG engagiert, ist Antifaschist und studierte Historiker. Herzlich willkommen, Göster. Ganz links außen sitzt Günther Pohl. Herzlich willkommen, Günther. Er ist internationaler Sekretär der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP, kandidierte 2014 auf der Bundesliste seiner Partei zu den Europawahlen
Und er veröffentlicht regelmäßig zu Fragen, die Internationales betreffen, im Parteiorgan Unsere Zeit. Sein Schwerpunkt ist die politische Entwicklung in Lateinamerika. Herzlich willkommen, Günther. So, rechts sitzt Canan Bayram. Ganz herzlich willkommen. Sie ist im Bundestag auch jetzt als Direktkandidatin gewählt worden, auf dem Platz, den Christian Ströbel immer errungen hat in Friedrichshain-Kreuzberg. Sie hat sich viele Jahre für migrationspolitische Fragen engagiert. Sie war vor 4 Jahren schon einmal Gast auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Es war die Zeit, als die Proteste, die Flüchtlingsproteste auf dem Oranienplatz uns hier beschäftigt haben und wir auch verschiedene Flüchtlinge zu Gast haben, die über ihre Situation berichtet haben. Und sie hat deren Interessen hier im Berliner Senat vertreten. Sie war auf der für die Grünen im Senat, im Abgeordnetenhaus Delegierte. Herzlich willkommen, Canan. So, wir starten unsere Runde hier mit unserem Gast aus Österreich, Selma. Ihr habt Wahlen gehabt und einen wirklich beklagenswerten und drastischen Rechtsruck zu verzeichnen in eurem Land. Es gibt da die Österreichische Volkspartei, die mit der FPÖ ins Bett gestiegen ist, eine Koalition gemacht hat. Und in jüngster Zeit, gerade in den letzten Tagen, sind da Politiker mit sehr drastischen Bemerkungen zu Flüchtlingen hervorgetreten. Der Strache, der Vizekanzler, sprach also von Kasernierung von Flüchtlingen, der sich wünscht, mit nächtlicher Ausgangssperre. Und gerade vor 2 Tagen der Innenminister Kickl von der neofaschistischen FPÖ, der sich so eine Art Konzentrierung, wie er sich ausdrückte, von Flüchtlingen gewünscht hat. Kannst du mal schildern, wie das auf die Linke des Landes gewirkt hat, welche Gegenstrategien entwickelt wurden, was da im Moment Stand der Diskussion ist? Es gibt heute eine große Demonstration oder gab eine in Wien. Ja, mit der möchte ich auch gleich anfangen, weil es ist immer schön, wenn man positiv beginnt. Und es ist toll, einfach berichten zu können, dass heute in Wien an die 70.000 Menschen gegen Schwarz-Blau, gegen Rassismus und gegen Sozialabbau auf der Straße waren. Und ich weiß ja nicht, wie es für deutsche Verhältnisse ist, aber für österreichische Verhältnisse ist das wirklich riesig. Ja, das ist natürlich auch ein Ausdruck dessen, was Schwarz-Blau gebracht hat, nämlich, dass unterschiedliche Bündnisse sich auch gemeinsam zusammengefunden haben, um eben diese Demonstration beispielsweise zu organisieren. Es gab auch zu Antritt der Regierung schon Proteste in größerem Ausmaß. Aber das darf natürlich trotzdem auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass, wie schon angesprochen worden ist, auch in Österreich die Linke in ihrer, wie auch immer man sie fasst, sehr heterogen ist oder zersplittert ist. Und wir natürlich auch in Österreich sehr viele Diskussionen haben, in welche Richtung auch beispielsweise der Protest gegen Schwarz-Blau ausgerichtet werden muss oder auch wie auf die Frage der geflüchteten Menschen, die nach Österreich kommen, sozusagen geantwortet werden soll. Vielleicht nur eins, was sozusagen das Wahlergebnis letzten Herbst auch gebracht hat, ist ja nicht nur eine Mehrheit für Schwarz-Blau, also eine Mehrheit von ÖVP und FPÖ, wie schon angesprochen wurde, sondern wenn man die Mandatare der Neos, also der Neoliberalen, im Parlament dazuzählt, so haben diese 3 erzkonservativen, reaktionären und neoliberalen Parteien eine Verfassungsmehrheit. Und das hat eigentlich für uns auch in der Arbeiterbewegung noch eine größere sozusagen Bedeutung, weil dadurch natürlich viele Institutionen bzw. viele Regelungen auch unter Beschuss stehen, die beispielsweise wie die angesprochene Arbeiterkammer betrifft, wo sofort mit Klarwerden dieser Koalition die Angriffe gestartet haben, Arbeiterkammern bzw. auch Kollektivvertragssysteme etc. anzugreifen. Was unsere Position betrifft, heißt, dass wir natürlich versuchen, auch in den Bündnissen, die schon länger bestehen und sich jetzt halt gegen Schwarz-Blau auch engagieren, auch immer klar zu machen, die soziale Frage einzubringen, klar zu machen, es geht natürlich um Rassismus, aber es muss auch darum gehen,
gegen den Sozialabbau einen linken und wirklich auch gewerkschaftlichen Kampf aufzubauen. Und da scheiden sich natürlich teilweise die Geister, weil es natürlich Initiativen gibt, die sagen, sozusagen die FPÖ, ob man sie jetzt als neofaschistisch oder nicht einschätzt, ist natürlich eine rassistische Partei, genauso die ÖVP, deren mittlerweile programmatische Ausrichtung auch fast nicht mehr unterscheidbar ist von den Freiheitlichen. Und die Schwerpunkte sozusagen in diese Richtung setzen. Und in den Bündnissen haben wir eben, beziehungsweise in den Organisationen oder auch in den Gewerkschaften die Diskussionen, in welche Richtung soll das gehen. Und ich denke mir, dass unsere Aufgabe als Marxistinnen und Marxisten ist, auch klarzumachen, dass Rassismus dann bekämpft werden kann und auch eine antirassistische Mehrheit gebildet werden kann, wenn wir es schaffen, dass wir gemeinsam unsere Interessen formulieren können und dass jene, die auf rassistische Ressentiments hereinfallen, dass jene, die medial verbrämt werden durch eben solche Aussagen, wie vorher schon zitiert worden sind von der FPÖ, dass jene dann ihre wahren, sozusagen echten Interessen erkennen und dass diese Interessen dieselben sind, wie vom Flüchtling daneben, wie vom migrantischen Kollegen nebenan. Wird auch wichtig werden, weil vielleicht nur kurz ein Einblick in das Regierungsprogramm, das kurz vor Weihnachten vorgelegt worden ist. Neben allen Grausamkeiten, die schon vorher das Fremdenrecht enthalten hat, das unter sozialdemokratischer Mehrheit damals, unter sozialdemokratischer Regierungsführung verändert wurde, Schwarz-Blau verschärft logischerweise auch diese Bestimmungen hin ins vollkommen Unmenschliche, dass Flüchtlingen sozusagen jegliches Geld abgenommen wird, dass sie eben kaserniert werden sollen, dass ihre Gesundheitsdaten keinem besonderen Schutz mehr unterliegen, etc. etc. Und logischerweise, dass der Kampf sozusagen nicht den Fluchtursachen gilt, sondern den Flüchtlingen selbst. Was aber auch im Regierungsprogramm steht, sind Dinge wie, und das möchte ich eben auch herausgreifen, weil ich glaube, dass das zeigt, sozusagen, wohin auch der Kampf gehen muss. Eine Bestimmung soll geschaffen werden, dass Kolleginnen und Kollegen mit nicht österreichischem Pass, die teilweise schon Jahrzehnte im Land sind, bei Langzeitarbeitslosigkeit der Rückführung zugeführt werden sollen. Was natürlich einerseits für manche lebensbedrohend sein kann, beziehungsweise natürlich die Leute aus ihrem normalen Leben reißt, und auf der anderen Seite sozialpolitisch und gewerkschaftspolitisch dazu führen kann und dazu führen wird, dass es einen Dumpingsektor aufgemacht wird, der dem Kapital ermöglicht, noch eine Gruppe von sich noch billiger verkaufen müssenden Menschen aufzumachen. Und ich denke mir, das sind so Punkte, die wir aufgreifen müssen, die wir in die Gewerkschaften tragen müssen, die wir in die Bündnisse tragen müssen und in die Bewegungen. Okay. Ja, Selma hat gerade davon gesprochen, dass Solidarität mit Flüchtlingen so etwas wie ein Lackmustest ist oder die Bewährungsprobe für Linke, auch in den politischen Kämpfen unserer Zeit. Gösta, in deiner Partei gibt es Debatten auch, also was die Flüchtlingsfrage betrifft. Das geht kreuz und quer. Es ist schwer, da wirklich klar konturiertes Bild sich zu verschaffen. Ich habe aufgemerkt, als Sarah Wagenknecht am Wahlabend, also am 24. September um 19 Uhr, befragt wurde, live vor der Kamera, wie sie denn dieses Ergebnis bewertet, also den Aufstieg der AfD. Und als erste Antwort kam, aber am Ende hat man dann der AfD überlassen, bestimmte Dinge anzusprechen, von denen die Menschen einfach erleben, dass sie so sind. Also sie sprach damit an Probleme, also die sich mit Flüchtlingen verbinden, also für die arbeitende Bevölkerung. Also im Prinzip die Frage, haben wir der AfD Terrain überlassen, indem wir die Leute einfach so erleben, wie sie sind, links liegen haben links liegen lassen.
Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird ein Einwanderungspapier diskutiert. Das ist eher der Kreis um Katja Kipping, beziehungsweise sie hat sich dahinter gestellt, also wo im Prinzip auch Nützlichkeitserwägungen eingeführt werden. Beides, sowohl Sarah Wagenknechts Position als auch die von Katja Kipping. Das Papier selber ist von ostdeutschen Fraktionen im Frühjahr dieses Jahres in Umlauf gebracht und diskutiert worden. Steht nicht wirklich auf dem Programm der Linkspartei. Das sagen zumindest Kritiker. Kannst du die Debatte kurz skizzieren, wie sie geführt wird in eurer Partei und wie du dich positionierst? Ja, danke für die Einführung. Ich glaube, auch die Linke ist sehr davon betroffen, dass es so etwas gibt wie einen gesellschaftlichen Rechtsruck. Und dieser Rechtsruck macht sich eben nicht nur in der AfD deutlich, sondern dieser Rechtsruck ist ein gesellschaftlicher Rechtsruck, dem auch die regierenden Parteien in der Großen Koalition entgegengekommen sind mit ihren Asylrechtsverschärfungen, dem aber beispielsweise auch bei den Grünen ein Boris Palmer entgegenkommt, wenn er Flüchtlinge im Bus fotografiert, die angeblich schwarz fahren. Oder ein Sigmar Gabriel, der die These vertritt, die SPD müsse sich wieder Themen wie Heimat oder Leitkultur zuwenden und so etwas wie Gleichstellung, Klimagerechtigkeit und Ähnliches seien Themen der Postmoderne. Und ich glaube, die Linke ist genau so wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen auch von diesen Diskussionen betroffen, ringt um Antworten darauf, und da gibt es eben auch manche Irrwege. Und ich glaube, es ist ein Irrweg zu glauben, dass man Wählerinnen und Wähler erreicht, indem man rechte Parolen oder mit populistischen Parolen spielt. Ich glaube, dass man in dieser Auseinandersetzung gewinnen kann, wenn man auf der einen Seite die Ursachen des Erfolgs der Rechtsradikalen, die jetzt auch im Bundestag sitzen, ernst nimmt. Das heißt, die soziale Spaltung in diesem Land, den Glaubwürdigkeitsverlust von Politikerinnen und Politikern, letztlich auch die Krise der parlamentarischen Demokratie insgesamt, was uns ja jetzt auch exemplarisch vorgeführt wird, mit diesen grausamen Ergebnissen der Sondierung, aber vorher auch mit dem Scheitern von Jamaika. Und deswegen glaube ich, dass eine Linke gut beraten ist, sehr klare, sehr solidarische und sehr letztlich auch systemüberwindende Positionen zu vertreten, die deutlich machen, wir müssen grundsätzlich in der Bundesrepublik etwas ändern. Das heißt eine grundlegende Demokratisierung der Strukturen. Das heißt, klare linke Positionen auf diesen Rechtsruck formulieren, weil ich glaube, dass eine Linke, und zwar eine gesamte Linke, nicht eine Linke als Partei, in dieser gesellschaftlichen Situation eine Verantwortung hat, aber auch eine Chance hat. Eine Chance hat, den zentralen Gegenpol zu bilden eines solidarischen Lagers, was gleichzeitig gewerkschaftspolitische Positionen, klimapolitische Positionen, antirassistische Positionen, antikapitalistische Positionen miteinander verbindet und deutlich macht, all diese Kämpfe gegen Ausbeutung, gegen Herrschaft innerhalb des Kapitalismus haben etwas Gemeinsames. Sie sind auf der Seite der Beherrschten in dieser Gesellschaft und sind dieses ohne Wenn und Aber, ohne Abstriche. Und das ist, glaube ich, der zentrale Fehler im Denken, man müsste den Rechten ihre Parolen wegnehmen. Das hat nie funktioniert in der Geschichte der Linken und davon sollten wir Finger lassen. Auf der anderen Seite, ich komme noch mal ganz kurz zur Frage der Einwanderungspolitik, weil du schon unruhig wirst. Auf der anderen Seite gibt es sehr klar in SPD, in der CDU, in der FDP, ich weiß nicht, wie das bei den Grünen gerade aktuell diskutiert wird, den Anspruch, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, weil wir brauchen Zuwanderung, um günstige Pflegekräfte zu haben und so weiter und so fort. Da wird sehr nach Nützlichkeitsaspekten unterschieden. Ich würde fast formulieren, die Thesen, die die FDP da in den Raum gestellt hat und auf die die anderen Parteien ein bisschen aufspringen, sind ähnlich dessen, was Roland Koch mal formuliert hat. Wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnützen, die wollen wir nämlich dann abschieben, und wir brauchen mehr Ausländer, die uns nützen, für die wollen wir dann ein Einwanderungsgesetz. Und genau diese Trennung dürfen wir als Linke nicht mitmachen. Wir wollen
Wir wollen grundsätzliche Solidarität und wir spalten weder die migrantische Bewegung noch die Arbeiterinnenbewegung noch irgendeine fortschrittliche Bewegung. Nun gibt es diese, was du gesagt hast, den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes, gerade aus den ostdeutschen Ländern. Katja Kipping unterstützt das auch. Da wird eine relativ kontroverse Diskussion geführt. Ich glaube, man geht viel, wenn man sagt, ja, da sind jetzt auch welche, die wollen noch Nützlichkeitsaspekten unterscheiden. Das findet sich in diesem Papier nicht und das finde ich auch gut. Es ist nur der Versuch, eine Strategie zu finden, wie man diese Diskussion nach Nützlichkeitsaspekten aushebelt und letztlich Zuwanderung und Einwanderung ermöglicht, die sich nicht an Nützlichkeitsaspekten orientiert. Das heißt, im Kern ist es nicht falsch, nur diese Formulierung, das unter dem das Label eines Einwanderungsgesetzes zu stellen, ist natürlich, ich sag mal, strategisch ungeschickt. Es ist aber richtig, und ich glaube, da müssen wir uns als Linke auch positionieren, dass wir klare Positionen finden, die diese Nützlichkeitsaspekte zurückweisen. Das heißt, dass wir Kriterien finden und sagen, wir sind für eine offene Gesellschaft. Wir haben als Linke eine ganz zentrale Verantwortung für solidarische Positionen innerhalb dieses kapitalistischen Staates Bundesrepublik Deutschland, weil dieser Staat eben Fluchtursachen schafft, weil dieser Staat Rüstung exportiert, weil dieser Staat Kriege führt, weil dieser Staat beispielsweise Saudi-Arabien bei diesem verheerenden Krieg im Jemen unterstützt, für Hungersnöte verantwortlich ist. Das heißt, deswegen haben wir eine verdammte Aufgabe, solidarisch zu sein. Und da heißt es nicht zu sagen, wir sind irgendwie an Regierungen beteiligt und deswegen müssen wir Verantwortung übernehmen und schauen, wie man Einwanderung regelt, sondern wir müssen auf der Seite der Beherrschten in dieser Gesellschaft stehen und das ohne Wenn und Aber. Und deswegen Kriterien sagen, wir wollen eine offene Gesellschaft, wir weisen das zurück, aber ich glaube, den Begriff Einwanderungsgesetz dafür zu benutzen, ist falsch. Günther, als Kommunist, als Mitglied der Kommunistischen Partei, steht für dich, wie für alle anderen Mitglieder, denke ich, die soziale Frage im Mittelpunkt aller politischen Aktivitäten. Sie ist gleichsam konstitutiv für euer Selbstverständnis. Kannst du mal skizzieren, wie diese Flüchtlingsdebatte in deiner Partei diskutiert wird? Denn auch da ist das Erscheinungsbild alles andere als homogen. Also wir haben auch da verschiedene Antworten auf diese komplexe Lage. Mitunter wird sogar, kann man Stimmen hören, die sagen, also Merkel mit der Öffnung der Grenze, das war nicht richtig, weil da im Prinzip Arbeiter in die zweite Reihe gestellt werden und eine Konkurrenzsituation aufgemacht wird. Also im Prinzip einer Schließung der Grenzen als Option damals nicht das Wort geredet, aber doch irgendwie das in Betracht gezogen wird, retrospektiv. Also ich glaube, die Frage des Wir schaffen das von Merkel ist eine, die hat sich vielleicht an die gerichtet, die es schaffen können. Das sind die Reichen, das sind vielleicht auch noch die Mittelständler. Aber man muss ja mal die Frage stellen, wer konnte das denn schaffen innerhalb der Arbeiterklasse? Da haben wir doch die Problemlage, dass natürlich die Arbeiterklasse ohnehin schon in einer Situation ist, wo sie immer praktisch ja ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat, also immer in einer Konkurrenzsituation, was Arbeit angeht, was Wohnungssituation angeht, steigende Mieten und so weiter, in immer einer grundsätzlichen Konkurrenzsituation steht. Und die hat sich natürlich wird sich und immer natürlich verschärfen durch mehr Menschen, die kommen. Und das ist natürlich eine Situation, die für uns 2015 dazu geführt hat, dass wir diese Debatte geführt haben, als eben viele Menschen nach Deutschland kamen. Und wir haben gesagt, unsere Willkommenskultur heißt, gemeinsam zu kämpfen. Das heißt, die Menschen, die kommen, sind eben grundsätzlich auch Mitglieder der Arbeiterklasse. Und es ist dabei für uns eigentlich völlig irrelevant, ob es Menschen sind, die hier Arbeiterklasse sind, die schon immer hier waren, die vielleicht vor einigen Jahrzehnten zu uns gekommen sind oder die jetzt gerade zu uns kommen. Sie sind alle gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und deswegen ist es eine Situation, in der wir uns überhaupt nicht die Frage stellen müssen, ob wir solidarisch sein wollen oder ob wir das noch können oder ob die Linke noch solidarisch ist. Für uns ist es völlig klar, solidarisch ist jeder, der links ist. Und eigentlich ist die Frage zu stellen, wie weit oder wer ist denn heute noch links, wenn er abgeht von einer grundsätzlichen solidarischen Position.
Wir schauen dann natürlich auf die Ursachen. Wo kommen denn diese Situationen, wo kommt es her? Natürlich grundsätzlich von den Kriegen. Wir werden aber immer wieder periodisch Kriege haben, wenn wir grundsätzlich das System nicht überwinden, was diese Kriege macht. Weil der Kapitalismus und der Krieg ist nicht voneinander zu trennen. Es ist sozusagen das Geschäftsmodell des Kapitalismus. Und deswegen, unabhängig davon, dass meine Partei eine der kleineren ist, durchaus in diesem Land und auch hier auf dem Podium. Aber wir dürfen einfach als Linke, als Kommunistinnen und Kommunisten diesen Kampf nicht aufgeben. Es ist unsere verdammte Pflicht, dieses System zu überwinden. Das müssen wir alle tun. Das ist auch ein Appell an andere Parteien. Und wir müssen dabei tatsächlich vielleicht auch mal sagen, dass wir nicht nur sagen, wir wollen systemüberwindend sein, sondern wir müssen mal einfach sagen, was kommt denn danach für ein System? Das ist überhaupt nicht davon zu trennen, von diesem Kampf gegen den Kapitalismus. Ja, wir müssen sagen, wir wollen Sozialismus. Und auch das ist unabhängig davon, dass wir sagen oder dass wir schauen, wie der Sozialismus im 20. Jahrhundert zum Teil auch nicht gelungen ist. Ganz klar, er hat Fehler gehabt, sonst wäre er nicht überwunden worden. Aber das ist doch nicht für die Ewigkeit. Und diesen Kampf müssen wir führen, weil sonst werden wir immer wieder genau vor der gleichen Frage stehen. Und das ist immer die Frage der Konkurrenzsituation. Der Krieg ist auch eine Konkurrenzsituation, nämlich um Fluchtplätze und dahin, wo die Menschen noch gehen können. Und deswegen denke ich, ich weiß nicht genau, welche Debatte du in unserer Partei ganz genau mitbekommen hast, aber wir haben schon auch Debatten zu verschiedenen Fragen. Das ist auch einer interessierten linken Öffentlichkeit in Deutschland nicht entgangen. Aber ich glaube, dass wir in der Frage schon eine ziemlich eindeutige Haltung haben, die dann natürlich heißt, wir sind solidarisch mit den Fliehenden, die zu uns kommen. Wir wollen aber auch nicht, dass diese Konkurrenzsituation nur auf dem Rücken der Arbeiterklasse ausgetragen wird. Und wenn 38,4 Milliarden gerade im Pool sind, die man übrig hat, was, glaube ich, die Zahl ist, die vorgestern durch die Medien ging, wo die kommende Bundesregierung drüber zusätzlich verfügen kann. Die Rede ist von 50 Milliarden sogar. Oh, das ist auch schön. Ich hatte noch eine andere Zahl, aber wie auch immer, es ist genügend Geld da. Es ist ohnehin genug Geld da und wir brauchen Investitionen in Wohnungsbau, wir brauchen Investitionen im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich und vor allen Dingen eben bei Wohnungen, damit dieser Druck, dem die Menschen ausgesetzt sind, tatsächlich verringert wird und diese Frage, wir schaffen das, dann mal umgedreht wird. Wie schaffen wir es, dass wir dieses System abschaffen, dieses System, was uns ständig in eine Konkurrenzsituation zwingt. Jalan, ich sagte eingangs bereits, also du engagierst dich seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe, bist auch juristisch in der Vertretung von Betroffenen tätig. Das steht alles außer Frage. Der Göster hat eben Jamaika als Stichwort hier in die Runde geworfen. Da hat sich doch die Verhandlungsspitze der Grünen mehr oder weniger schmerzfrei gezeigt, beziehungsweise zu jeder Schandtat bereit. Da war dann auf einmal die Rede statt von Obergrenze, hieß es dann, wir wollen so etwas wie einen atmenden Rahmen. Also um das sozusagen rhetorisch zu umschiffen, diese Klippe. Das ist ja nicht ganz einfach, stelle ich mir vor, für dich in dieser Partei. Dazu kommt noch natürlich die Krieg-Friedensfrage, also als Verursacher von Flüchtlingsbewegungen, also seit dem Jugoslawienkrieg 1999 gab es da so manche Intervention oder Angriffskrieg, wo also Leute aus deiner Partei die Hand gehoben haben im Bundestag. Also ich nenne mal Stichwort Afghanistan und Brunnenbohren, was dann also in eine blutige Aggression ausartete. Kannst du vielleicht mal auf zwei Fragen antworten? Also wie ist es für dich möglich, also vor deinem Hintergrund und deiner Tätigkeit in dieser Partei zu sein und tätig zu sein? Und wie kann so eine Partei Bündnispartner sein, also die einerseits Fluchtursachen schafft, andererseits, aber schon noch so ein bisschen humanitäre Anspruch hat, zumindest im Programm? Ja, die Frage stellt sich ja in der Tat in der formulierten oder in einer ähnlichen Art und Weise. Also ich bin seit 2009 in der Partei Bündnis 90 Die Grünen, bin ja damals als Abgeordnete hier im Berliner Abgeordnetenhaus zu einer Zeit, wo es eine rot-rote Regierung in Berlin gab, aus der SPD ausgetreten. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man so ein bisschen einordnet,
Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, der heutige regierende Bürgermeister Michael Müller, mir sagte, dass du bei uns nicht glücklich bist, das weiß ich, aber kannst du nicht zumindest zur Linken gehen, damit die Koalition nicht gefährdet ist? Und ich habe gesagt, nein, was die Linke hier unter Rot-Rot verantwortet hat, will ich nicht mitverantworten. Ich schildere das ein Stück weit, um klarzumachen, wir sind alle geprägt von unseren Erfahrungen. Und manches stellt sich in unterschiedlichem Kontext anders dar. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg nimmt sich heraus, mit mir auch das einzige grüne Direktmandat in den Bundestag zu schicken. Ich bin auch froh, dass die Wählerinnen nach Hans-Christian Ströbele auch mir dieses Vertrauen gegeben haben. Und ich verstehe mich dort auch als eine Abgeordnete im besten Sinne sozusagen dessen, was die Wählerinnen und Wähler erwarten dürfen. Das heißt, ich habe einen eigenen Kopf, ich habe ein eigenes Herz und ich wäge immer wieder die Entscheidungen ab, die ich als Abgeordnete mitverantworten muss. Und das zeigt vielleicht ein Stück weit, welche Rolle die Partei dann auch für mich spielt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Jamaika nicht zustimmen werde und Frau Merkel zu keiner weiteren Amtszeit durch meine Stimme irgendeinen Beitrag leisten werde. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Frau Merkel einen großen Anteil an dieser Polarisierung unserer Gesellschaft hat. Das kann man von allen Seiten kritisieren. Das ist eben das, was man in den Blick nehmen muss, wenn man sich auch anschaut, warum stehen wir eigentlich heute da, wo wir stehen? Und warum ist unsere Gesellschaft so gespalten, dass es funktioniert, dass Menschen gegen Menschen aufgebracht werden? Und das müssen wir uns genau anschauen. Und ich fand wirklich noch mal sehr spannend, was Selma hier berichtet hat, aus dem, wo es in dem schlimmsten Fall womöglich noch hingehen kann, nämlich zu österreichischen Verhältnissen, in denen sogar die Menschenrechte, die fundamentalen Menschenrechte mit Füßen getreten werden von Menschen, wie sie ja sagte, die so lange eigentlich da sind, dass sie einen gesicherten Status haben müssten, aber dann gezwungen werden, jedes Arbeitsverhältnis anzunehmen, so habe ich dich verstanden, dass sie dann ihr Bleiberecht sozusagen knüpfen an ein Einkommen, an eine abhängige Beschäftigung, die sie natürlich in eine Ausbeutungssituation zwingt. Und solch ein Einwanderungsgesetz wird es auch mit uns Grünen nicht geben. Da kann ich ganz sicher sagen, dass das nicht der Weg ist, den man akzeptieren kann. Die aktuelle Situation beim Aufenthalt und Asylrecht ist aber leider auch keine gute. Also überall wird gesagt, das Asylrecht wird nicht angefasst. Aber wenn man sich anschaut, wer tatsächlich über das Asylrecht, das Bleiberecht in Deutschland bekommt, dann ist das eine sehr kleine Zahl von Menschen. Der Großteil der Menschen lebt in einer ständigen Unsicherheit und getrennt von seiner Familie. Und das ist für mich auch als Rechtsanwältin skandalös. Und das zeigt eben, wie weit Entsolidarisierung in einer Gesellschaft schon fortgeschritten ist, dass die Menschen dagegen weniger auf die Straße gehen. Zu den Fragen, die hier im Raum stehen zu Krieg und Frieden, kann ich sagen, dass für mich jedenfalls in der Tradition auch von Hans-Christian Ströbele es wichtig ist, und jeder kann sich mein Abstimmungsverhalten im Bundestag auch anschauen, dass es auch innerhalb der Grünen eine Stimme gibt, die weiterhin für Frieden kämpft. Das will ich sein und das will ich erhalten. Und das heißt natürlich auch,
dass es nicht eine Delegation gibt sozusagen, dass die Wählerinnen und Wähler an eine Partei delegieren, sich dieses Friedensthemas anzunehmen. Nein, meine Damen und Herren, dafür ist jeder in politischer Verantwortung in der Position, dass er sich entscheiden muss. Und dieser Verantwortung stelle ich mich, und das empfinde ich auch als einen wesentlichen Teil meiner politischen Arbeit, an der ich gemessen werden will. Zu Boris Palmer, das wurde ja von Gösser Beutin aufgerufen, muss ich sagen, immer wieder werde ich gebeten, noch und noch mal zu sagen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, Palmer. Das ist halt etwas, wo ich zumindest für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich mich mit den Leuten in der Partei, in der ich bin, auseinandersetze, wenn sie Grenzen überschreiten, dessen, wo ich sage, so geht man miteinander nicht um. Aber ich würde auch darum bitten, einen Bürgermeister aus einem Bundesland nicht wichtiger zu machen. Es ist ja schon schlimm genug, dass die Medien ihn so wichtig machen und in jede Kamera er seine menschenverachtenden Thesen reinsprechen darf. Also da kämpfe ich weiterhin gegen, und ich muss sagen, die meisten Grünen sind auch nicht der Ansicht von Boris Palmer, das kann ich hier ganz sicher sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Frage vergessen habe, sonst sag es mir ruhig. Boris Palmer, ich meine, sein Buch ist ein Bestseller, also es ist nicht nur ein Hype, sondern trifft natürlich auch eine Stimmung offensichtlich. Also da gilt, ich meine, wer meine Erklärung liest, warum ich mal aus der SPD ausgetreten bin, dann sage ich auch, Sarrazin war ein Grund. Damals hat der Sarrazin sein Buch noch nicht mal geschrieben gehabt. Aber der hat Folien in Berlin aufgelegt als Finanzsenator, in denen der berechnet hat, wie viel das Land Berlin an Geld hätte, wenn man allen mit Migrationshintergrund keine Leistungen mehr gewähren würde. Das sind Leute gewesen in einer politischen Verantwortung, die sowas schon gemacht haben. Und was für Sarrazin auch, wie für viele Rassisten gilt, ist, der war auch ein Sexist, und das ist er immer noch. Und wegen dem bin ich ausgetreten. Aber ich habe gesagt, ich trete für keinen Mann dieser Welt mehr aus einer Partei aus. Ich streite mich mit denen dort, wo sie mir begegnen. So, wir haben jetzt in der ersten Runde verschiedentlich schon Organisationsfragen, Organisatorisches gestreift. Auch du hast eben was dazu gesagt zu deiner Mitgliedschaft in der Partei und dem eher vielleicht funktionalen Bündnis oder instrumentellen, was du da eingegangen bist. Ich möchte noch mal den Blick nach Österreich richten. Ihr habt nicht so ein Pendant wie die Linkspartei bei euch. Es gibt viele kleine Gruppen. Du selber bist in einer kleinen, aber sehr umtriebigen Partei aktiv, der Partei der Arbeit, einer kommunistischen Partei. Kannst du mal was dazu sagen, wie ihr angesichts dieser Zersplitterung der Linken, die ja sehr beklagenswert ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch bei euch, wie ihr damit umgeht in der täglichen Praxis? Man muss dazu sagen, dass ich neben meinen Funktionen und Aktivitäten in der Partei der Arbeit auch in der Gewerkschaftsinitiative Kommentaren, kommunistische Gewerkschaftsinitiative international, tätig bin und auch für diese zum Beispiel auch dieses ehrenamtliche Mandat in der Arbeiterkammer ausübe. Und da legen wir eben auch unseren Schwerpunkt hin, nämlich wir haben dieses international nicht nur deswegen im Namen, damit sich ein nettes Kürzel ausgeht, sondern wir haben dieses international im Namen, weil wir es leben. So wie Günther vorher gesagt hat, die Arbeiterklasse ist für uns, und das muss eben auch immer leider noch trotzdem klar gesagt werden, die Arbeiterklasse ist, war und wird multiethnisch sein. Und dieses wollen wir nicht nur sozusagen allgemein solidarisch postulieren, sondern wollen es auch leben, indem wir einerseits in unserer Organisation unterschiedlichste Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Herkünften etc. Zusammenfassen in eine schlagkräftige Organisation und auf der anderen Seite genau dieses Bild auch in die Gewerkschaften, in die Arbeiterkammern, in die Bündnisse hineintragen. Weil
es ist trotzdem immer noch so, dass oftmals so ein solidarischer Blick von wir helfen denen dann eh, wenn sie Hilfe brauchen, es diesen sozusagen solidarischen, empathischen Blick gibt, der ja grundsätzlich mal nicht schlecht ist, aber natürlich trotzdem aus den Kolleginnen mit Migrationshintergrund, aus den Geflüchteten sozusagen Empfänger von einer Solidarität machen. Und wir wollen aber ganz klar sagen, das sind Kolleginnen und Kollegen, das sind Menschen, die auch eigenständige politische Subjekte sind, die auch eigenständig denken und handeln können, und wir wollen mit ihnen auf Augenhöhe kämpfen. Das Problem ist halt, dass dieses gemeinsam Kämpfen und auf Augenhöhe tätig sein grundsätzlich in der österreichischen gewerkschaftlichen Arbeit ein eher fremdes Bild ist, weil so wie in Deutschland denke ich auch, die Gewerkschaftsbewegung ja sozialpartnerschaftlich durchsetzt ist und da egal von, auch von linken Sozialdemokratinnen, von grünen Gewerkschafterinnen halt dieses hehre Ding der Sozialpartnerschaft immer noch vor sich hergetragen wird. Und ohne das zu durchbrechen, wird das auch schwierig oder geht es gar nicht, sozusagen wirklich da gemeinsame Kämpfe zu initiieren. Und ja, ich denke mal, das ist der Punkt, diese solidarische, internationalistische, marxistische Haltung in die Praxis umzusetzen und das auch in egal welche Bündnisse einzubringen. Gestern in der Linkspartei gibt es aktuell, angestoßen durch Lafontaine, durch ein Interview, was er gegeben hat Anfang des Jahres, eine Debatte anknüpfend an ähnliche Praktiken in anderen Ländern, Frankreich beispielsweise, aber auch in Großbritannien, also wenn ich Stichworte nenne, Corbyn oder Mélenchon, so etwas wie eine linke Sammlungsbewegung herbeizuführen bzw. in Gang zu setzen, wo dann eben, Sarah Wagenknecht hat es heute nochmal aufgegriffen in einem Spiegel-Interview, so etwas entsteht wie eine parteiübergreifende Strömung, wo Teile der SPD, Teile der Grünen aufgesogen werden, also im Prinzip die Partei in ihrer Verfasstheit, so interpretiere ich das jedenfalls, in Frage gestellt wird. Ist das also so eine Bewegung, so eine Ungestalte und eben nicht auf Parteiprogrammatik sich beziehende Bewegung das, was die Linke weiterbringt, deiner Einschätzung nach? Also ich glaube, dass dem zwei falsche Analysen zugrunde liegen. Die erste falsche Analyse ist der Vergleich mit der Situation in Frankreich und in Großbritannien. In Frankreich haben wir eine Partei, es ist keine Bewegung, es ist eine Partei von Mélenchon, der schon einige andere Parteien ja mittlerweile hinter sich hat, auch unter anderem die Linksfront, die er ja auch mal gegründet hat. Er war auch mal in der Sozialistischen Partei. Ich glaube, er war sogar Minister, wenn ich mich richtig erinnere. Aber keine Bewegung. Darüber hinaus setzt er sehr auf die nationalistische Karte. Wenn man sich Veranstaltungen anguckt von Le France Insoumise, dann sieht man da lauter französische Fahnen. Es hat eine Entwicklung gegeben, dass die rote Fahne, das Symbol auch des Kommunismus, Sozialismus, abgelöst worden ist durch die französische Nationalfahne. Ich glaube, dass es eine Sache ist, die kann man nicht vergleichen mit der Bundesrepublik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Bundesparteitagen der Linken, und ich möchte es auch nicht erleben, die Deutschlandfahne geschwenkt wird. In Großbritannien haben wir auch eine andere Entwicklung. In Großbritannien geht es um die sozialistische, um die Labour-Partei. Da geht es auch nicht um eine neue Bewegung, sondern um eine Erneuerung von Labour, das heißt ein Weg vom Neoliberalismus auf sehr kämpferische, sehr vorbildliche Art, wie ich finde. Aber es ist die sozialistische Partei, es ist die Labour-Partei. Das heißt, beides ist nicht vergleichbar. Das zweite Missverständnis ist das Vertauschen von Bewegungen und Parteien. Auf der einen Seite gibt es gesellschaftliche Bewegungen. Gesellschaftliche Bewegungen entstehen aus gesellschaftlichen Kämpfen, aus Arbeitskämpfen, aus den Kämpfen beispielsweise aus gegen Hartz IV, aus sozialen Bewegungen und so weiter und so fort. Auch Friedensbewegung ist ein Ergebnis von solchen Kämpfen.
Eine Partei ist keine Bewegung, ist nicht identisch mit dieser. Und sie macht, oder Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht machen den Fehler, dass sie genau das behaupten, dass eine Sammlungsbewegung identisch wäre mit einer linken Volkspartei. Das kann nicht sein. Eine Bewegung entsteht nicht von oben. Eine Bewegung entsteht nicht durch irgendwelche Menschen, die in den Medien stehen, die sagen, wir machen jetzt eine Bewegung, schwupps, dann ist die Bewegung da und schwupps, dann haben wir auch die Partei. So funktioniert das nicht. Sondern Bewegungen sind etwas anderes als Parteien. Die Linke ist im Zustandekommen aus einer Bewegung hervorgegangen. Starker Impuls war der Kampf gegen die Agenda 2010, die Parole weg mit Hartz IV. Das war das Ergebnis einer Bewegung, aber ist nicht identisch gewesen mit einer Bewegung. Und ich glaube, wir tun gut daran, egal ob wir Mitglieder der Linken sind oder ob wir Mitglieder anderer linker Parteien sind oder nicht organisierte Linke, wir tun alle gut daran, zu sagen, wir brauchen diese Linke als Organisationseinheit, wir brauchen diese Linke als Partei, die auch parlamentarisch aktiv ist, links von der SPD, die eine starke Kraft ist, zum einen im Parlament, um zu sagen, nein zu jeglichen Auslandseinsätzen, nein zur Agenda 2010, zu Hartz IV, nein zu Sozialabbau, nein zu Neoliberalismus, nein zur Austeritätspolitik und ja zu Klimagerechtigkeit und globaler Solidarität. Wir brauchen dringend als gesamte Linke eine linke Partei im Parlament. Deswegen finde ich es fahrlässig zu sagen, dass man so etwas wie eine neue linke Volkspartei braucht. Diese Strukturen einer Partei aufzugeben, diese Organisationsstrukturen. Ich will aber auch ganz klar dazu sagen, was ich eben gesagt habe, für den Rechtsruck gilt auch generell. Eine Partei ist immer abhängig von Bewegung, ist immer abhängig von Druck. Sie ist dem Druck ausgesetzt durch Medien, durch politische Klasse und so weiter und so fort, sich anzupassen, stromlinienförmig zu werden, systemoppositionelle Positionen aufzugeben und so weiter und so fort. Das ist der eine Druck. Der andere Druck ist aus Bewegung, aus sozialen Bewegungen, aus Friedensbewegungen, aus globaler Solidarität, aus der Klimabewegung und so weiter und so fort. Und diese Linke hat keine Asylrechtsverschärfung zugestimmt. Sie hat immer gegen die Agenda 2010 im Deutschen Bundestag gekämpft. Und sie wird das auch weiterhin tun, auch bei einer neuen großen Koalition. Aber was die Linke brauchen wird, ist solidarischer Druck. Sie braucht die Kritik von links und sie braucht Bewegungen, die ihr Druck machen, die ihr in den Arsch treten, die sagen, wir brauchen eine klare Linke, die klar ist beim Widerstand gegen Auslandseinsätze. Wir brauchen eine klare Linke, die sagt, wir wollen diesen Klimawandel stoppen. Wir brauchen eine klare Linke, die sagt, mit diesem Kapitalismus ist kein Staat zu machen. Wir wollen eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, ob wir die dann Sozialismus, Kommunismus oder wie auch immer nennen. Aber wir wollen eine Gesellschaft, die solidarisch ist und die den Menschen dient und nicht der Wirtschaft. Und genau das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dieser Linken immer wieder in den Arsch zu treten. Günther, als ich ja Anfang des Jahres diese Äußerung von Lafontaine gelesen habe in der Presse, hat mich das an eine doch relativ alte Debatte in der DKP erinnert, die, wie mir scheint, inzwischen geklärt ist. Da war lange Jahre immer die Rede davon, also von Teilen in der Partei, es gab da auch heftige Diskussionen, Debatten, die dann auch teilweise zu Spaltungen geführt haben, dass die Linke auch so etwas sei wie Teil einer, da war damals die Rede von Mosaiklinken, also sozusagen Teil einer großen Sammlungsbewegung. Da gab es die Debatten also über die Linke im Europaparlament, aber auch im Land selbst. Wie wird es heute bei euch diskutiert? Die Frage also vor dem Hintergrund Partei gegen Bewegung und speziell also mit Blick auf Bündnispolitik. Wie grenzt ihr euch da ab, also von diesem Sammlungsbewegungsgedanken? Oder spielt der noch irgendeine Rolle? Also diesen Namen Lafontaine werde ich mal googeln zu Hause und dann gucke ich mir das nochmal an. Ich denke, als Partei, wir haben natürlich einen Anspruch, Partei zu sein, und es gibt daneben und immer in Gesellschaften auch Bewegungen, und ich finde da auch, da besteht kein Widerspruch. Was jetzt Lafontaine aufbauen will, ist ja offenbar etwas, was dann parlamentarisch agieren könnte. Wie er sich das vorstellt, ist mir tatsächlich schleierhaft, und in die Debatte möchte ich mich auch gar nicht so gerne einklinken. Für uns ist es so, klar, es gab natürlich auch in unserer, und gibt es auch in unserer Partei, gibt es sehr viele Debatten über die Frage, wie man, ja, wir als Kommunistinnen und Kommunisten in der Gesellschaft eingreifen können.
angesichts unserer Schwäche, aber auch angesichts eines sehr großen Anspruchs, den wir natürlich haben, diese Gesellschaft von Grund auf zu ändern, wie Marx das und Engels vorhatten und wie es in einigen Ländern ja auch tatsächlich vonstatten gegangen ist. Diese Bewegungsfrage ist eine, wo wir, glaube ich, sagen, wir müssen in allem mit agieren, was in der Gesellschaft sich so tut, aber wir machen es nicht unkritisch. Also wir wollen auch grundsätzlich immer die Systemfrage stellen. Was ist jetzt vielleicht auch eine Frage, die in der Friedensbewegung eine sehr entscheidende ist, dass wir dort antiimperialistische Positionen unterbringen. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, Kapitalismus und Krieg gehören direkt zueinander. Imperialismus macht Kriege, also müssen wir dort in einer solchen Bewegung auch natürlich klar mit antiimperialistischen Positionen zugegen sein. Und das ist bei jeder anderen Bewegung auch, ob es eine auf dem Wohnungsmarkt oder gegen Abschiebungen oder sonst wie ist. Man muss sich, glaube ich, immer wieder neu deutlich machen, wo ist der Profit, den das Kapital aus bestimmten Aktionen zieht und wie können wir dagegen angehen. Und zwar ohne moralischen Impetus. Moral bringt uns da überhaupt nichts. Das Kapital ist nämlich völlig rational. Das Kapital geht immer dorthin, wo es Gewinne machen kann und das Kapital ist völlig klar. Diese ganzen dummen Irrationalitäten sind leider in den anderen Schichten viel stärker verbreitet als in der Oberschicht. Die Leute wissen ganz genau, was sie wollen. Und der ganze Irrationalismus, gegen den die Aufklärung vor 250 Jahren aufgestanden ist, der ist leider in den letzten Jahren immer größer geworden in dieser Gesellschaft. Und gegen diesen Irrationalismus, den es da gibt, ob es um Glaubens- oder sonstige Fragen geht, da sehen wir, dass da sehr viele Probleme die politische Arbeit für uns noch erschweren. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir mit einer klaren, rationalen Position an die Dinge rangehen. Denn sonst werden wir nicht einen Gegner besiegen können, der selber offenbar weit rationaler ist als wir selbst. Canan, Göster hat eben gesagt, also jede Bewegung, jede Partei braucht Druck von links. Das ist ja was bei den Grünen, also wofür sie sozusagen bekannt geworden sind, damals in den späten 70ern, in den 80ern sind. Sie ist ja auch aus einer Bewegung entstanden, also Umweltbewegung vor allem. Gibt es überhaupt noch so etwas wie eine linke Basis? Also man hörte hier und da im Zusammenhang mit den Jamaika-Gesprächen von Druck, der wurde dann häufig ausgeblendet, selbst bei den Sondierungsgesprächen hat sich der artikuliert. Speziell auch in der Flüchtlingsfrage. Aber ist das noch eine Größe, mit der sozusagen die Parteioberen rechnen müssten? Oder sind da schon alle Messen gesungen, was die Kraft der Basis betrifft? Denn bislang hat man wenig gehört an Widerspruch, wenn es um Kriege ging. Ja, also ich denke, dass es insoweit vielleicht schon mal symptomatisch ist, wenn ich den wiedergewählten Fraktionsvorsitzenden der Grünen insoweit zitiere, als er eben sagt, dass wir weiterhin eine linke Partei sind und auch den Anspruch haben, linke Politik zu machen. Inwieweit das dann definiert werden kann und vielleicht auch den Anforderungen genügen kann, die hier formuliert wurden, das würde ich jetzt nicht zwingend beantworten wollen. Ich für meinen Teil halte tatsächlich die Frage, die aufgeworfen wurde, für eine sehr spannende, inwieweit überhaupt Parteien diese Dinge klären können oder Parlamente, inwieweit es vielleicht eben auch um Solidarität geht der Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, also der sogenannten Bewegungen. Und die letzten Jahre, finde ich, haben uns auch beim Thema Flucht eher gezeigt, dass die Bereitschaft der Parteien sozusagen wieder in nationales Denken zu verfallen, eine andere ist als die der Begegnung der Menschen, die einfach handeln und das tun, was in dem Moment gebraucht wird. Also solidarisch sind mit den Menschen, die da sind. Das ist das, was ich erlebt habe in den ganzen Protesten der Geflüchteten in Berlin, die ich begleitet habe. Vom Hungerstreik am Brandenburger Tor über die Proteste am Oranienplatz. Und was da für mich auch noch mal sehr beeindruckend war und was mir wichtig ist, dass wir es verstehen, ist, dass hier Menschen hinkommen, die aus Ländern kommen,
in denen sie schon sehr politisch waren, die werden dann hier als Geflüchtete sozusagen, als Bittsteller, als Sozialleistungsempfänger klein gemacht. Und dabei haben sie die Power und die Ideen, wie es in den Ländern gerechter zugehen könnte. Und ich will mal berichten von einer Situation, von der ich denke, dass es so ein bisschen widerspiegelt, was ich meine. Also die Vertreterin der evangelischen Kirche hatte mich gebeten, dabei zu sein, wenn sie die Protestierenden auf dem Oranienplatz besucht, weil sie sagte, na, die sind jetzt schon so lange da und wir haben uns bisher noch nicht dort sehen lassen und können sie uns begleiten. Und das Erste, was sie hörte, als sie mit den Jungs, die hauptsächlich aus Lampedusa über Italien eben nach Kreuzberg gekommen sind, das Erste, was sie hörte, war, ihr Christen oder ihr Kirchenvertreter seid schuld an den Zuständen, die wir in Afrika haben. Ja, bitte. Und das fand ich eben insoweit interessant, dass dort mal Leute zusammenkamen, die darüber geredet haben, wer verantwortlich ist und wie die Dinge zusammenhängen. Also das empfinde ich überhaupt nicht als Werbung für Kirchenvertreter, sondern es geht darum, dass die Menschen selber zum Beispiel auch über die UN klar gesagt haben, da war ich als Anwältin der Leute in der Botschaft von Mali und weil sie sich eben dagegen gewehrt haben, wie die malische Regierung mit ihren Menschen hier umgeht. Und da war es eben genauso, dass sie halt gesagt haben, das, was, also die haben vor der Botschaft demonstriert und haben eben auch klar gemacht. Ja. Jedenfalls haben sie klar gemacht, was aus der Perspektive der Menschen, die geflüchtet sind, aus diesen Ländern kommen, die Organisationen, die hier in Deutschland sind oder die weltweit aktiv sind, wie die von denen gesehen werden, die darunter sozusagen zu leiden haben. Und diese Begegnungen von Bewegungen, von Protesten, von Institutionen, da steckt, finde ich, noch mal sehr viel Kraft drin. Und darum geht es auch ein Stück weit, wenn wir über den selbstbestimmten sozusagen Protest der Geflüchteten reden und wenn wir von der Rolle der Geflüchteten in unserer Gesellschaft reden. Also mir ist es nochmal wichtig, auch zu beleuchten, dass es halt der Partei oder den Parteien alleine nicht gelingen wird und von dieser Idee, um das abschließend nochmal zu sagen, von Herrn Lafontaine halte ich wenig bis gar nichts. Gösta, bei dir hat sich Widerspruch geregt. Also eine ganz kleine Kurzintervention, weil es mich doch dazu reizt. Also dein persönliches Engagement in Ehren. Und ich glaube, soweit ich davon gehört habe, ist es sehr schätzens- und unterstützenswert, gerade in flüchtlingspolitischer Hinsicht. Aber dennoch muss man sich insgesamt die Grünen anschauen und anschauen, was da Mehrheitspositionen sind. Und Mehrheitsposition ist da weiterhin die größte Rentenkürzung in der bundesdeutschen Geschichte mitzutragen, zu sagen, Rente mit 67 ist okay, die Absenkung des Rentenniveaus ist okay, zu sagen, die Agenda 2010, das haben wir jetzt bei den Jubiläumsveranstaltungen nochmal gehört, auch aus den Reihen der Grünen, nicht nur der SPD, die Agenda 2010 ist im Grundsatz richtig, nein, aber selbstverständlich. Das ist nicht aktuelle Programmlage, also sorry. Aber Entschuldigung, auch wenn wir die Ergebnisse der Sondierungsgespräche angucken, es gab keine Schritte in Richtung einer solidarischen Gesundheitsversicherung. Wir haben bei den Fragen der das hilft schon was, Steuererhöhung und so weiter und so fort. Das heißt, die Grünen haben sich weder von ihrer Kriegspolitik verabschiedet, noch von ihrer neoliberalen Sozialkürzungspolitik. Bei allem Respekt wollte ich das gerne einmal kurz klargestellt wissen. Das heißt, auch die Grünen brauchen Druck und noch viel mehr wahrscheinlich als die Linke, klare linke Position zu vertreten. Denn all das, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, ist keine linke Politik gewesen. Das hat jetzt ein bisschen was von Wahlkampf bekommen. Ich möchte deswegen bitten, Selma sich noch mal zu äußern. Du hast dich gerade geregt, bitte.
Ja, vielleicht sozusagen zurück zu dem, warum wir eigentlich hier am Podium sitzen, nämlich auch über die Perspektive zu sprechen, sozusagen von linken Kämpfen bzw. Perspektiven von linker Politik. Und ich möchte nur eins sozusagen einbringen. Ich glaube, klar muss sein, dass sozusagen ein Internationalismus auch dann erst ein wirklicher Internationalismus ist, wenn er zum Beispiel auch klar die Verursacher benennt, wie zum Beispiel eine EU der Banken, Konzerne und des Militärs, und klar sagt, dass eine Überwindung dieser EU notwendig ist, um einen echten solidarischen Internationalismus aufleben zu lassen. Und dass natürlich neben einem allgemeinen Humanismus, für den wir Kommunistinnen und Kommunisten immer stehen und immer schon gestanden sind, auch aber klar gesagt werden muss, dass nur ein konsequenter Klassenkampf mit einer überwindenden Perspektive dieses Kapitalismus die wirkliche Interessensvertretung der Arbeits- und Lebensinteressen aller Arbeitenden ist, egal woher sie kommen. Günther, du hast das Schlusswort, die Zeit drängt. Ich will, also weil wir so ein bisschen in Verzug gekommen sind, es hat sich nach hinten hin alles ein bisschen verlängert, nochmal hinweisen auf die Themaseiten von Mittwoch und Donnerstag, wo alle Teilnehmer des Podiums auf knappem Raum nochmal ihre Positionen und wirklich sehr nachvollziehbar und klar dargelegt haben. Ich empfehle diese Doppelseiten also nochmal nachdrücklich der Lektüre. Günther, du hast in deinem Text nochmal differenziert zwischen internationaler Solidarität und Internationalismus. Vielleicht willst du dazu abschließend nochmal was sagen, warum du das wichtig findest, da den Unterschied herauszuarbeiten. Eigentlich war das auch, was ich mir gerade vorgenommen hatte. Also dieser, wir sind ja auch immer ganz gut in Dingen nochmal aus der Geschichte hervorzukramen. Und wie war es denn früher? Und dieser Begriff der internationalen Solidarität, der hatte zu besseren Zeiten auch mal einen anderen Namen. Der hieß nämlich proletarischer Internationalismus. Das ist jetzt gewiss ein bisschen aus der Mode gekommen, weil sich ja auch niemand zu irgendeinem Proletariat bekennen möchte. Und der Begriff ist vielleicht auch jetzt wirklich antiquiert. Aber der Kern der Sache ist doch der, das bedeutet nämlich Solidarität von Klassen. Es geht nicht um eine rein moralische Solidarität und einen allgemeinen Humanismus, den, wie Selma gerade schön gesagt hat, natürlich immer auch die Fahne der Linken ist, sondern es geht darum, dass wir auch eine Klassensolidarität haben müssen. Denn wenn wir eine klassenneutrale Solidarität ausüben würden, dann landen wir am Ende einfach irgendwo, wo es bei Humanismus, bei Moral bleibt. Und wir werden nie den Kern des Problems erreichen. Und der Kern des Problems ist und bleibt die Überwindung einer Gesellschaft, die auf einer Basis agiert, wo der Mensch eben einfach höchstens dem Profit dient, aber nichts anderem. Und genau das müssen wir überwinden. Und deswegen finde ich, das ist schön, dass ich das Schlusswort halten durfte. Dann danke ich allen ganz herzlich auf dem Podium. Danke Canan, Selma, Günther und Göster. So, die Konferenz ist noch nicht vorbei, die Podiumsdiskussion schon. Ich übergebe nochmal, wenn ich mich nicht täusche, an den Dr. Seltzer. Bitte.